Es gibt noch andere schöne Dinge zu sehen in Berlin. Ja. Unter anderem einen wunderschönen Mond. Die Kollegen haben das vor wenigen Minuten hier eingefangen über Berlin. Also wirklich sehr beeindruckendes Bild, muss man sagen. Der knallrote, riesige Mond heute Abend, ja dann der Supermond. Oh, der wird ja noch größer. Ja, ich habe gelesen, irgendwie 14% größer soll er erscheinen. Wahnsinn. Und heller auch. Deutlich, auch. Ne? Aber wir können nicht nur Mond, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir können auch Sonnenaufgang. Ja, Wahnsinn. Und jetzt schauen wir mal live, nämlich was jetzt gerade bei uns passiert. Gucken Sie mal da. Wunderschön. Also, kannst du dir nicht ausdenken. Nee, kannst du dir nicht ausdenken. Ein Spiel der Farben. Jetzt bist du dran, Maira. Ich genieße noch gerade. Ja, du genießt gerade noch. Gut. Es ist ein Traum. Aber du kommst ums Wetter nicht drum rum hier. Nein, will ich auch gar nicht. Willst du nicht? Nein, weil es bei uns doch so wunderschön bleibt. Ich wollte gerade sagen, das klingt gut. Ja. Ja, wie gesagt, Glück nicht leider für alle, heißt die Zweiteilung des Wetters. Ja, die bleibt uns heute und auch noch in den kommenden Tagen erhalten. Wunderschönen guten Morgen auch an Sie. Unser Osten liegt weiterhin im Einflussbereich des kräftigen Hochs über dem Baltikum. Unser Westen, ja, unterliegt dem Einflussbereich der beiden Tiefs über Frankreich und auch der Nordsee. Aber dazwischen strömt verbreitet warme Luft zu uns. Allerdings für die Bewölkung bedeutet das, von der Ostsee bis in den Osten Bayerns kann man sich heute wieder auf sehr viel Sonnenschein freuen. Auch im Alpenvorland lockert es dank des Föhns auf. Ansonsten, ja, im Westen werden heute dagegen wieder viele Wolken unterwegs sein. Und die haben auch leichten Regen dabei. Dieser wandert dann im Laufe des Tages langsam nordwärts. Von Rheinland-Pfalz bis nach Nordrhein-Westfalen wird es aber wirklich den gesamten Tag über grau bleiben. Ganz anders dagegen im Osten, vor allem je weiter es in Richtung Osten geht, da gibt es wirklich für einige Stunden wieder Sonne pur. Und der Föhn an den Alpen, wie gesagt, der sorgt nicht nur ebenfalls für Sonnenschein, sondern auch dafür, dass es fast sommerliche Temperaturen geht. Hier geht es nämlich rauf auf bis zu 24 Grad. An den Küsten gibt es ganze 10 Grad weniger. Morgen sieht es dann wieder ähnlich aus. Am Samstag wird der Nebel im Süden dann hartnäckiger sein. Im Osten bleibt es weiterhin wirklich am nettesten. Die Schauer kommen hier erst am Sonntag an. Immerhin, ja, sind und bleiben uns auch die überdurchschnittlich hohen Temperaturen erhalten. Und das verbreitet. Also vor allem auch die Nächte werden nicht mehr ganz so frisch. Sehr schön, oder? Sehr schön. Also, damit können wir leben. Selbst der Regisseur ist begeistert und sagt eben aufs Ohr, oh, war das ein schönes Wetter allgemein. Herrlich. Herrlich. Dankeschön. Ja, danke.